Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Top Attack 3, heute mit Rize und Shandy, hallo. Servus. Hallöchen. Genau, und wir machen ein bisschen gerade verschiedene Sachen. Rize ist dabei, sein Netherite-Schwert jetzt zu erstellen, also aus dem Dia-Schwert zum Upgraden, und dann bin ich ja noch dabei, die ganzen Wege auszubauen etc. Und Eisen habe ich sehr viel geholt, das ist auch wichtig. Werde ich gleich mal wegtun in meine Sache. Und dann haben wir jetzt auch noch eine To-Do-Liste erweitert, von wegen sehr charmant, okay. Feld bei Reis? Ah ja, genau, da hat man die Idee, dass wir dort so eine Art Bauernhaus oder so bauen mit dem Feld. Wäre eigentlich mal ganz geil. Ansonsten, das ganze andere Zeug kennen wir ja. Eine Post wollten wir mal hier bauen, ähnlich wie ein Tiny, ne, Mini-CR 5 damals. Und Höhle überbauen, da weiß ich aber gar nicht mehr, welche gemeint war. Ich hoffe, ich finde das noch Ich raus. weiß welche, direkt hin vor dem Haus. Ah ja, hier, ne, das habe ich sogar schon gemacht, das kann ich dann streichen. Mach ich, glaube ich, direkt mal, denn das habe ich damals vergessen. Guck mal, ich wusste direkt welche Höhle, weil diese Höhle schon seit dem ersten Tag ein Dorn im Auge ist. Ja, genau, gell, und immer haben wir es nicht angegangen, schon vor uns hergeschoben. Obwohl es eine simple Aufgabe ist, weißt du, was ich meine? Ja, eigentlich, das ging übelst schnell dann. Aber manchmal scheut man sich vor sowas halt. Ich habe ja auch immer noch meinen Amboss hier vorne stehen und da drüben gar kein korrespondierendes Item, also so eine Art Deko. Ich habe ja überall so irgendwas gefunden. Ja, hier am Rand vom Berg wird es natürlich ein bisschen schwer mit der Umrahmung, dass wir das bis da hinten durchziehen, aber hier für den Anfang kann ich es glaube trotzdem machen. Ich versuche halt das so einheitlich wie möglich zu machen, hat Rize mir schon befohlen. An einigen Stellen am Anfang hatte ich halt ein paar Fehler drin und naja. Übung macht den Meister. Ja, du sagst es. Ist halt nur blöd mit den Laternen, dass ich hier ständig jetzt irgendwie was im Weg habe. Aber das wird ganz schön viel Holz fressen. Ach so, und wenn ich hier so abbiege, dann mache ich das nach oben, ja. Vor allem die Treppen, oh nee, das wird ja auch noch schlimm. Da muss ich ja immer diese Slabs drunter hauen. Dann lieber erstmal nur die geraden Flächen. Ansonsten habe ich festgestellt, dass meine Mikrospur wieder zu leise ist. Ich habe vorhin irgendwie das anscheinend wieder nicht richtig eingestellt. Ey, super Sake. Ja, das Problem ist, dass dann das Verhältnis des Rauschens wieder zu hoch ist zu der Stimme, weißt du, und deswegen das lauter sein könnte. Ist halt immer nervig. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, das während der Aufnahme umzustellen, weil dann ist es wieder beim Schneiden ganz schön nervig und das erspare ich mir. So, ich gehe mal direkt da hinten hingucken, damit ich mir das als Vorbild nehmen kann. Ah ja, hier. Da müsste eigentlich auch noch eine Laterne hin. Also ich würde die Fackeln nicht direkt auf die Holzblöcke setzen, oder? Oh. Die stehen ja eher kreuz und quer in der Nähe und sonst sind halt die Laternen eigentlich erstmal wichtig. Ach so, und hier ist das ja eigentlich auch blöd, wenn die direkt davor sind. Das hätte ich aber auch vorher schon anders machen können. Ich stell doch normalerweise die Laternen nicht auf die Weise hin. So, aber hier ist das auch dann nicht gewesen mit den Fackeln, genau. Hier könnte noch so ein bisschen eine Ergänzung hin. Bei dem Berg ist eine ähnliche Geschichte. Vor allem, ich habe genug Erde, also daran mangelt es echt nicht. Und hier ist diese Lagune, die ich damals als Thumbnail genommen habe von da oben. Ich dachte mal, die ist viel weiter weg. Okay, das war jetzt lustig. Was hast Das du war jetzt also, gemacht? ich habe mich kurz im Spectator, bin ich irgendwo hin, irgendeine Wand, habe mich einfach, bin Survival, hab eine Bedbomb gemacht, hier sind zwei Netherite. Ach so, Ich weiß nicht, ja. ob ich mich gerade darüber freuen soll oder nicht, weil, ja. Aber ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht mit diesen Bedbombs. Das wäre eigentlich mal wieder so eine geile Aufgabe, aber ich habe keine Ahnung. Ich brauche nicht unbedingt Netherite. Oder ich habe es dann immer geschenkt gekriegt, eher von irgendwelchen Leuten. Ah ja, hier ist das so rum. Genau, da muss ich nämlich bei dem Steg hinten sogar noch einiges verbessern. Ah, da komme ich ja eh nochmal gesondert hin, wenn ich die Laternen überhaupt platziere. Ist immer ganz schöner Rechercheaufwand insgesamt. Ah, hier der Weg ist eh irgendwie ganz anders gemacht. Ich weiß nicht. Der ist ein Dorn im Auge, kann man nur sagen. Na, jetzt habe ich hier jedenfalls auch noch zum Portal was geschoben oder gezogen. Da müssten wir eigentlich genauso eine Treppe zur anderen Seite hinbauen, aber das weiß ich noch nicht. Hier, dieser Mineneingang ist ja auch relativ hässlich. Könnte man auch irgendwie ausbauen. Aber sowas bräuchte man mal an einer anderen Stelle am besten, dass man so einen richtig schönen Mineneingang baut, zum Beispiel da neben dem Haus, wo ja eh die große Freifläche ist. Das Ziel ist ja, dass wir hier für den Map-Download nicht die ganze Zeit eine leere Fläche behalten. Ich wollte mal fragen, Jungs, wie steht's eigentlich schon mit dem Server? Snowbridge. Ach so, ja, vorhin haben wir den ja schon gekauft. Also der ist ja bestellt jetzt. Eingerichtet weiß ich nicht, wie weit. Aber erstmal wohl für 30 Tage die Variante und dann mit 4 GB. Da wollten wir ja testen, ob das läuft. Ich versuche gerade da den Server zum Laufen zu bringen. Das ist immer mein Lieblingsteil von, wenn es die ganze Zeit einfach nur
random roten Text mir mich voll wild mit. Als ob da wirklich Voice Chat den Server gecrashed hat, weil es keinen richtigen Port hatte für. Ach so. Na, hier bei dem Trampelpfad sind jedenfalls viel zu viele Bäume, die müssen mal weg. Aber ich glaube, den ganzen Weg noch ordentlich zu bauen, richtig mit dem Holz, das wird zu viel. An manchen Stellen passt es dann doch nicht so. Weil manchmal hält man sich einfach zu sehr mit solchen Aufgaben ab. Da sollte man lieber was Kreativeres machen noch. Ist ja immer noch Holz drin? Nee, aus irgendeinem Grund bleiben die Blätter stehen teilweise. Weil die ja anscheinend so generiert wurden, halb abgeschnitten. Jetzt ist ja jetzt schon relativ viel weggeschnitten, also kaum noch ein Baum vorhanden insgesamt. Zur Not pflanzt man Wald wieder nach, damit wenigstens ein bisschen was rumsteht. Wie ich mich einfach in dem schlechtesten Moment hierher TP. Geil. Ach, hat's funktioniert beim Server? Ja, Server läuft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann statt Spend kann ich mein Zünder bereiten, ein bisschen was vor. Okay. Ich suche jetzt mal nach einem guten Spot, wo ich den Spawn anfangen kann. Ach so, ist das überhaupt wieder eine Welt, die nur aus Schnee besteht, also nur aus dem Biom? Ja. Okay. Nur Schneebiome, Ozeane. Gott, sind das wieder Ozeane gerade. Ozeane hatten wir vorher, glaube ich, nicht. Da gab es immer mal nur so Eisflächen, ne? Einzelne. Ja, genau. Ozeane hatten wir noch nie. Ozeane hatten wir, aber die waren versteckt da. Ja, kleine, so also es waren eigentlich, kann man nicht als Ozean bezeichnen. Shani, du bist dir sicher, dass es da keine anderen Biome gibt? Weil das ist nämlich ja. Andere Biome spawnen auch, aber die sind vereist, außer der tiefe Ocean. Da gibt's nämlich im echten Leben auch kein Eis. Ach so, dann lass mal lieber Sig eine Map drauf machen. Ach so, na, ist das über den Biomgenerator erstellt jetzt, oder? Genau. Wo man also auswählen da kann, welche Biome. Genau, da hatten wir gerade eben einfach nur /RTP/TP. Ja, kannst du da einfach 1000, nur Tiger 1000. Und Tiger Hills und das alles, also die Untervarianten nutzen und Frozen ja. River und schau so, das geht auch noch. Ich habe keine Ahnung, wieso es gerade auf Berge und Ozeane gefokust ist. Als ich gespielt habe in der Singleplayer-Welt, hat es mit allen normal gespawnt, die Welt. Ja. Hier ist es gerade irgendwie gefokust drauf. Ja, wir bräuchten Snowy Tiger, genau, da musst du auch unterscheiden. Es gibt ja einmal die Tiger, die zugeschneit ist und die ohne Schnee. Und die ohne wäre ja hässlich, also ganz ehrlich. Ich starte mal den Server neu. Ja, ich bräuchte mal wieder Kohle endlich. Ich habe mir vorhin doch zu wenig mitgenommen. Weißt du noch, wo du vorhin in die Höhle reingegangen bist, wo ich jetzt mal gucken könnte? Ah, ich werde das mal gekillt, ja. Damit du deinem Drang nachkommst. Ja. Irgendwie immer an der Stelle, gell, das war schon öfter so, da konntest du mich am schlechtesten killen. Ich hab einfach kein Aim mehr. Nee, das liegt einfach an den Koordinaten. Auf jeden Fall nicht daran, dass ich irgendwie gut bin. Das wäre absurd. Eine Sache musst du klären. Ja? Wenn so etwas passiert, liegt niemals daran, dass er gut ist. Und liegt immer daran, dass die anderen einfach schlechter sind. Genau, ne? Das ist wichtig zu wissen. Ah, ich glaube, ich gucke jetzt einfach über den Game Mode 3. Ah, hier gibt's ja auch noch das öffentliche Lager. Hier ist kaum Kohle, naja, gut. Wie ist nochmal der Tisch, den ich brauche, um Netherite und dir zu kombinieren? Smithing Table. Ah ja. Schmiedetisch. So, jetzt wird spannend. Wo gibt's hier noch irgendwo eine Höhle, die nicht erkundet ist? Bei 1000. Schön wär's. Ich brauche vor allem eine mit einer einigermaßen funktionierenden Beleuchtung. Zum Beispiel hier durch solche komischen Ranken an der Seite, die Licht abgeben. Weil ich jetzt keine Lust habe im Dunkeln. Die geben nicht mal genug Licht ab. Na doch, ein bisschen. Kannst du dich schon besser orientieren ohne Labymod oder so. Ah, oh, aber diese Wasserhöhlen sind schlimm. Ja, nee, die Welt hier ist besser. Ach so, ja, also mit dem Biom, dass das stimmt. Ja, es ist eine Mischung aus Plains-Biom, Forest-Biom. Ach so. Da ist ein Dorf, da ist direkt ein ruiniertes Portal. Ja, wir wollen doch aber nur das. Nur Tigers. Nur Snowy Tiger. Auf der ganzen also, Welt. Ja, so war es doch schon immer. Ja. Hä, was meinen die mit Schmiedevorlage? Oh ja, du brauchst jetzt eine Schmiedevorlage. Stimmt, das gibt's ja jetzt. Oh, das ist auch unnötig. Dann wie mache ich die? Finden. Finden? Ja. Oh, das ist ja... Bei Rüniter-Neta-Portal, beim Neta-Strukturen. Wer denkt sich sowas aus, ganz ehrlich? Mojang. Ja, aber man kann es auch übertreiben. Sieh, ganz und ehrlich, Alter. Wie mache ich ein Netherworld-Schwert? Netherrack mit Diamanten in der Mitte, Pfeil. Brauchst du 4 Stück mindestens für jede Rüstung. Beziehungsweise du brauchst halt 1 pro Teil. Kannst die aber mit 8 Diamanten deduken. Jetzt habe ich wenigstens ein Netherworld-Schwert. Ja. Da kann ich dich doch fotografieren.
Also das ist ja mal so ein Schrott. Nimmst du auf oder was? Ja klar. Das ist ja mal so ein heftiger Schrott, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, das finde ich auch, ey. Habe ich schon gleich, als ich das zum ersten Mal irgendwann gehört habe. Dann hat man es irgendwann wieder verdrängt, weil man es gar nicht glauben konnte. Okay. Ja. Ja, da haben wir das wenigstens.